Ich habe auch am Donnerstag, also gestern, habe ich auch Politik nee, das war, ach keine Ahnung, vor einer Woche war das Donnerstag. Da habe ich Politik geschrieben, aber der Test eigentlich, der müsste richtig gut ausfallen, weil das ist eigentlich relativ leicht, da muss man auch nicht viel lernen zu. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl und wir haben heute Mathearbeit geschrieben, habe ich auch ein sehr gutes Gefühl. Ja, hey Leute, jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich dachte mal, wenn ich schon jetzt am Donnerstag am PC bin, dachte ich mir, alles klar, lasse ich euch nicht bis Freitag warten und hau jetzt direkt ein Video raus. Ja, also heute mal ein kleines Freezer-Commentary, aber erst will ich mich bedanken für die 19 fucking Likes auf das letzte Video. Auf jeden Fall fettes Dankeschön, ich liebe euren Support einfach, der ist einfach so geil. Und ja, heute mal wieder ein ein Freestyle-Commentary. Ja, heute rede ich mal darüber, so was ich toll finde an Weihnachten. Ja, dann schnacke ich nicht lange und starte mal direkt. Also, das Geilste ist einfach, halt, man sieht viele von der Familie. Ab und zu kommt auch mal die Schwester von meinem Opa zu Besuch oder meine Schwester halt mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Finde ich richtig geil. Sie ist schon über 20 und ich bin erst 13, ja. Und ja, also das ist einfach ziemlich geil, die ganze Familie nochmal zu sehen und dies und das. Ja, bei vielen ist das ja wahrscheinlich schon so oft, dass man die Familie sieht. Dann noch das geile Essen, das ist wahrscheinlich bei vielen Ente da. Ja, auf jeden Fall voll geil. Und das Geilste ist einfach noch, ich habe direkt am nächsten Tag Geburtstag, da immer wenn ich nach Weihnachten im Bett liege, denke ich mir so, geil, morgen sieht man nochmal die ganze Familie, also alle kommen nochmal nach Weihnachten, ja, weil ich Geburtstag dann habe. Und bei vielen ist es ja so, die kriegen dann weniger Geschenke, aber bei mir ist es eigentlich nicht so, also ich bekomme immer gleich viel Geschenke. Und ja, dann denke ich immer, geil, morgen kommt nochmal die ganze Familie und ich muss kurz einen Cut machen. So, meine Mutter ist gerade nach Hause gekommen, auf jeden Fall, ja, ich finde es einfach ziemlich geil. Ja, und ja, also warum habe ich so einen weihnachtlichen Beat im Hintergrund? Ich liebe einfach die weihnachtliche Zeit. Deswegen dachte ich mir, suche ich mal so einen Beat halt, so einen Weihnachtsbeat und pack den einfach in den Hintergrund, damit es nicht immer so ist wie immer. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine richtig geile weihnachtliche Zeit. Wer guckt eigentlich auch Weihnachtsmann Cook AG? Also ich habe das bis jetzt noch gar nicht geguckt, aber ich werde das wahrscheinlich irgendwann nochmal gucken. Weil wirklich, egal wie alt man ist, man kann sich das immer gönnen, weil ich finde die Serie, die ist einfach richtig geil. Ja, also, ich wünsche euch noch eine richtig geile Weihnachtszeit. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich am Sonntag noch ein Video kommen. Und ja, dann sage ich nur noch von meiner Seite aus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.